Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Wir jumpen gerade nochmal zu den Ariel oder wie auch immer rüber. Ich weiß nicht, Ariel. Deutsch, Englisch, ein bisschen, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ein mittleres Rennen und noch zwei schwere Rennen. Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum mittleren. 4 Kilometer, ja, okay, geht doch. Boah, und ich muss sagen, ey, also die Beschleunigung von dem Karren ist schon richtig geil. Doch so ein bisschen das Handling. So, oh, Achtung. Ach, oh, okay. Aber halt die Höchstgeschwindigkeit passt dann nicht so ganz. Aber ansonsten, wie er abgeht, ist schon eigentlich richtig geil. Kann man nicht meckern, wenn man fahren könnte. Ah! Oh. So. Okay. Geht er relativ flott, sind wir schon fast da. Schon die Hälfte vorbei. Okay, hier einmal. Oh, okay. Warum sagt man Navi? Oder. Na, okay. Okay, da wolltest du eine Abkürzung machen oder. Na, auch mal egal. Haben wir hier die kleine Abkürzung gefahren. So, oh, Achtung. Schon ein bisschen aufpassen, weil der Ariel. Haben gerade schon gedacht, die lässt ein paar Crashes. So wie hier, dass er kaputt geht, aber. Irgendwie doch nicht. Weil aushalten tut er wirklich gar nicht viel. Okay, der hat ein paar Stangen als Karosserie und das war's auch. Hier so. Ja, es war nicht schnell. Es war nicht so schnell. Aber trotzdem hat man halt gleich einen Crash dran. So, ja. Ja. Dankeschön. Hier wollte ich es nochmal demonstrieren. Geht relativ schnell kaputt. Der Wagen. So, komm mal jetzt. Werden wir das wohl hoffentlich noch ohne Crash hier hinschaffen. So, dann haben wir hier. Okay, hier waren wir doch schon mal. So, Liberty Park. Ach so, wir spielen eine Runde Hinterhalt. Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Ja, dann kennen wir das ja eigentlich schon. Jo, das kennen wir schon, da können wir das Intro überspringen. So, wow! Genau. Alles klar, dankeschön. Ja, dankeschön. Spielt das mit mir rum wie mit einem Fußball. Sehr cool. Geil, mein Heckspoiler gerade. So, ja. Also, das kann ja nichts mehr werden. Das hat schon scheiße angefangen, das endet wohl sicherlich auch scheiße. Hier können wir ein bisschen Gas geben, aber. Na toll, die Polizei ist ja direkt hinter mir gerade. Ja. Dankeschön. Wie gesagt, was scheiße anfängt. Endet auch scheiße. Hallo, machen die ja eine Straßensperre da drin oder was? So, dann fahren wir halt außen rum. So, haben wir hier das Schild mitnehmen. Oh, aber ja nicht in den Fluss rein. Na, komm mal, das zweite Schild. Habe ich nicht mitgenommen, dafür den Baum. Ja, ich freue mich gerade voll. So richtig toll. So richtig toll. Ihr könnt es voll in meine Stimme hören. So toll, dass ich gegen den Mann fahre. Ja. Noch eine Minute. Das hat jetzt mal irgendwie abhängen oder so. Aber irgendwie. Irgendwie ist das Rennen mal komplett gar nichts. So, nochmal einen Versuch hier umdrehen und in die Richtung. Da haben wir noch einen Kollegen. So, mal gepflegt drüber gejumpt. Wir bewegen uns nach Westen. So, komm mal. Ah, die scheiß Ecke hier. Achtung, er hat mich abgehängt. So, in der Fluchtphase, sehr schön. Okay, haben wir hier rum. Oh. Ah, verdammt. Ah, ich hab gedacht, der ist schon durch. Ja, ich würde mal sagen. Genau, das wollte ich sagen. Das Rennen. Tun wir aber kurz neu versuchen. Das war ja mal gar nichts. Es hat ja schon so kack angefangen. Ich konnte nicht mal lenken und schon hatte ich einen Crash. Ziemlich geil. So schnell kann es passieren. Mal schauen, ob das wieder passiert. Oh, da wäre er schon wieder. Aber von hinten kommt keiner. Oh,
sehr schön. Dann fahre ich wieder meine Standardroute da. Vorne ist wieder die Straßensperre. Ich wollte hier rein, genau. Ich habe gedacht, das kommt ein bisschen später, aber war doch ein bisschen früher als gedacht. So, einmal hier schön durch das Tor durch. Wow, das war auch ein bisschen knapp gerade mit dem Zaun. So, hier. Okay, einmal hier schön über das Schild drüber geflogen. So, na, come on. Mal ein bisschen langsamer machen hier. Ja, natürlich verstecke ich mich. Was soll ich sonst tun? Eine Nase bohren oder was? So, wohl wieder hin. Okay. Solange wir hier nicht nach hinten kommen. Oh, so mal hier einen Donut drehen. Von da rechts. Okay, so geht das Ganze. Okay, 1:03. Sehr schön. So, was haben wir? Langes Getriebe. Könnten wir doch eigentlich einbauen, weil ja, Beschleunigung hat ja schon so viel. Verstärktes Chassis? Nee, lassen wir mal. So, warten wir noch kurz. So, Easy Drive. Komm mal her. So, was haben wir hier noch an Wagen? Ach, das war ja der Lambo noch. Der Aventador. Yo. Okay. Jumpen wir mal zu dem rüber. So, die Spannung steigt. So, erstmal eine Runde betrachten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es glaube schon mal gesagt habe, den habe ich sogar vor kurzem erst in echt gesehen. Ich muss sagen, in echt sieht er nochmal ein Stückchen geiler aus. Wenn die Karre wirklich vor dir steht. Aber groß ist die wirklich nicht, also die geht mir vielleicht bis zu den Nippeln. Also der ist wirklich so tief. Und wenn man sich mal überlegt, ja, hier sieht man auch den Vergleich. ZR1 kommt gut leistungstechnisch ran. Was ich noch sagen wollte, muss man überlegen, die Karre kostet 350.000 Euro. Schon ein bisschen übel, ich will gar nicht mit der losfahren und die kaputt machen oder so. An dem Spiel macht es ja nichts, aber irgendwie... zügel ich mich noch so ein bisschen mit dem Gas. Hört sich auch schon mal geil an. Dagegen kann man schon mal ganz sicher nichts sagen. Ich werde gleich die 350.000 Euro so an die Wand fahren. Ich sehe es jetzt schon. So, schon mal der Spiegel hat schon mal ein bisschen Kratzer. So. Oh, ihr Deppen. Ihr Deppen. Ja. Das war's mit dem niegelnagen neuen Lambo. Schon. Da hängt schon meine Frontstoßstange ein bisschen runter. Oh, Polizei. Hallöchen, Polizei. So, wollte gerade noch ein bisschen Burnout probieren, aber hat nicht so ganz funktioniert. So, hier haben wir eine Runde jumpen. So, sollten wir mal kurz durch die Tanke durch. Was gibt's für eine schöne Farbe? Ah, orange. Das sieht auch nicht schlecht aus. So, ein leichtes Sprintrennen haben wir hier. Namens Park and Country. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, hatten wir, glaube ich, nicht. Ja, und da sind wir schon. So, ich bin nur gespannt, was wir so für Gegner haben. So, wow, hallo. Ich wollte gerade so ein bisschen auf die Autos schauen. Ja, was sehe da fast die Kurve. Oh, was haben wir hier? Audi. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, war das gerade ein Audi, der jetzt hinter uns ist. Na, ich sollte mich jetzt nicht so stark auf die Autos konzentrieren, sondern eher auf die Strecke. So, mein Takedown. Na toll, bringt mir doch gar nicht so viel.
Weil ich nur noch kein Nitro habe. Das müssen wir uns ja erst gerade noch hier gerade auch kämpfen. So, hier vielleicht mal einen schönen Craft. Ah, na, verdammt. Ah, der Drift, der ging schon so ein bisschen in die Hose. So, wow, Hallöchen, Polizei. Gut, dass man hier abbiegen muss. So, gehen da vorne. Oh, da geht's auf die Autobahn. Mal so die Höchstleistung von dem Lambo mal so ein bisschen austesten. So, oh, ah, hallo. Hallöchen. Ah, hallo. So, jetzt mal hier gucken, ob wir den auf die Höchstgeschwindigkeit bekommen. So, okay. Noch 3 Kilometer. Also, da fliegen schon Autos rum. Was geht denn da ab? Na, komm mal, jetzt hier. Einmal rechts, links hier an- und ankanten. Oh, Hallöchen. Oh, okay, waren wir gerade eben noch Platz 1? Weil jetzt bin ich ja auch wieder Platz 1. Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, wenn es so oft schön gerade mit relativ wenig Verkehr auf der Autobahn weitergeht, könnte es doch was werden. Wow! Gegenverkehr. Hier müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Come on. Oh, hier ist schon das Ziel. Yo, easy. Okay, da wollte ich mal schön so reinsliden. Da kommt auch noch der Kopf von hinten. Alles klar, dankeschön. So, noch 50.000 bis zum nächsten Most Wanted-Fahrer. So, Geländereifen. Auf dem Lambo. Ja, machen wir halt mal rein, solange die Rennreifen nicht dran sind. Aha, okay. Alles klar, ich fahre auf dem Dach weiter. Yo, Polizei, tschüss. Ich verzieh mich jetzt mal. Genau, hallo? Du mich des Spiels verarschen oder was? Okay. Ja, sehr schön. Wie bin ich überhaupt aufs Dach gekommen? Hat sie mich wirklich noch aufs Dach geschupft nach dem Rennen und... Ne, lass mal. Komm on. Jetzt geht's ja auch schon wieder weiter. So, was haben wir hier? Powerplay. Powerplay sagt mir auch was. Hatten wir, glaub schon. So, 3,8 Kilometer. Ja, wahrscheinlich auch gar nicht so weit. So, fahren wir einmal hoch. Und einmal gleich wieder runter. Hier geht's dann, wow, irgendwo links. Oh, oh, was haben wir denn hier? Ah, noch mit dem Lamborghini Countach. Hier geht's nach links. Okay. Oh, Powerplay. Powerplay sind wir, glaube ich, schon... Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sogar schon 2-3 Mal gefahren. Einmal nach rechts. Das ist ja nur, täusche ich mich da jetzt oder kommt mir das so sehr, sehr, sehr bekannt vor. Schauen wir uns halt nachher mal an und dann sehen wir das ja schon. So, okay, hier geht es einmal scharf links. So, hier kommen wir nochmal einmal hoch. Ja, okay, das eine Schild, das haben wir eigentlich ja schon weggenommen. Hinten ist auch noch ein Schild, aber da ist mir zu blöd, da noch umzudrehen und hin und her. So, einmal hier schon fliegen. Oh, was haben wir hier? Ah, noch mit dem Porsche 918. Obwohl, den hatten wir, glaube ich, eigentlich schon, oder? Ich meine, das war ja Most Wanted Fahrer. Müssen wir eigentlich alle wegzustellen haben. So, was haben wir jetzt für eine Farbe? Leichtes Grau oder so. Wir kennen das gar nicht hier im Sonnenuntergang.